20 Minuten sehr viele Dinge richtig gemacht und auch so gemacht, wie man es braucht, um hier was mitzunehmen. Und was dann ärgerlich ist, natürlich das Ergebnis und die Niederlage. Aber wir haben heute leider nicht nur dieses Spiel verloren, sondern wir haben nach der 20. Minute unser Spiel verloren. Und das ist das, was heute sehr, sehr frustrierend ist. Und ja, dann gab es ein paar Schlüsselmomente. Wir hatten dann eine Phase zum Ende der ersten Halbzeit und kurz nach der Halbzeitpause, wo Leipzig dann treffen konnte und dann 3-1 in Führung gehen konnte. Und dann wurde es das Spiel, was sie gerne haben, mit vielen Kontersituationen, wo sie immer wieder tief spielen konnten. Und wir haben dann alles nochmal versucht, haben dann natürlich auch mal sehr riskant gewechselt, weil wir unbedingt was mitnehmen wollten, haben es dann leider nicht geschafft mit den Möglichkeiten. Julian Riasson, ich glaube, in der 48. kurz nach dem 3-1 und dann Niklas Füllkrug um die 65. Minute nochmal herum, wo wir nochmal den Anschluss hätten erzielen können, um das Spiel dann vielleicht doch nochmal kippen zu können. Aber am Ende war es dann halt einfach nach der 20. Minute deutlich zu wenig und deshalb eine verdiente Niederlage. Dankeschön.